Und damit herzlich willkommen zurück zu Star Wars Knights of the Old Republic. Ich habe mich entschieden, ich werde einfach jetzt weiterspielen und werde mit der Hauptstory weitermachen, weil da sollte mir das Spiel hoffentlich keine sackschweren, unbesiegbaren Gegner irgendwie hinstellen. Hoffentlich. Und ja. Ne? Weil da sollte ich ja vom Spiel her sein. Das heißt, da sollte es dann eigentlich funktionieren. Ich muss mal kurz schauen, wo wir denn hier zum Schrein kamen. Das ist übrigens das zweite Mal, dass ich jetzt probiere, diese... Ja, hier geht's lang. Diese Folge aufzunehmen. Ja. Beim ersten Mal ist das Spiel abgekackt. Und ja. Deswegen probiere ich es jetzt nochmal. Also Dantooine steht unter keinem guten Stern momentan. Also unter gar keinem. Deshalb bin ich mit Dantooine sehr, sehr frustriert. Was macht ihr beiden da hinten? Was macht ein Mission da schon wieder mit dem eigenen Karkund? Ganz ehrlich. Wo holt ihr die immer her? So. Okay, bevor wir jetzt aber weitergehen, ihr kennt das Spiel, zurück zu Ebon Hawk. Ja, ich muss schon was trinken. Und dann wieder zurückreisen. So. Und dann würde ich sagen, als ich hier gerade hin bin, ist das Spiel abgeschmiert, deswegen lege ich schnell einen Sicherheitsspielstand an. Nicht, dass da wieder was passiert. Und dann gucken wir mal. Oh, Überreste. Die habe ich gar nicht gesehen gerade eben. Ich bin dein Untergang. Was? Ganz ehrlich, diese Kraft haben so viele Jedi in diesen Spielen. Warum haben die die immer nur mal und nicht immer? Oh, gerettet am Arsch. Willst du mich verarschen? Wow, das ist mal Schaden. Ich hoffe, wir haben eine höhere Chance, wenn sie gestand ist. Ja, perfekt. Ihr seid zu stark. Stärker als ich, selbst in meiner Dunkelheit. Bist du ein Sith? Wer seid ihr? Ich bin Yuhorny und das hier ist mein Hain. Es ist mein Heiligtum dunkler Macht. Das ist der Ort, an den ihr vorgedrungen seid. Als ich die dunkle Seite umarmte, suchte ich mir diesen Ort als Zufluchtsstätte aus. Er gehört mir. Du bist ein Sith, hä? Ihr habt euch der dunklen Seite ergeben? Warum? Als ich Master Quatra tötete, wusste ich, dass ich nie würde zurückkehren können. Und jetzt ergötze ich mich an meiner dunklen Macht. Ich verfüge über genug Macht, um das Leben aus euch zu quetschen. Dachte ich zumindest. Die dunkle Seite ist niemals stark genug. Ihr habt eure Meisterin Quatra getötet? Ja, eher so. Ja, ich habe sie während des Trainings niedergestreckt. Ich wurde von meinem Zorn überwältigt. Ich habe die Macht des Hasses umarmt. Aber es war nicht genug. Was wollt ihr? Warum belästigt ihr mich? Ich wurde vom Rat geschickt, um den Hain zu befreien. Der Rat hat euch also geschickt, um mich zu töten? Da ihr mich so mühelos besiegt habt, warum habt ihr dann euren Auftrag nicht vollendet? Ist es nicht offensichtlich, dass ich nicht gerettet werden kann? Ich habe keinerlei Bedürfnis, euch zu töten, Johorny. Das wollt ihr nicht? Ich bin lächerlich. Ich sitze hier und denke, ich wäre so großartig, weil ich die dunkle Seite umfangen habe. Aber dabei bin ich ein Nichts. Es gibt keine Möglichkeit, wie ich den Weg zurückfinden könnte. Ich dachte immer, man würde mich zurückhalten. Die anderen Jedi wären eifersüchtig auf meine Macht. Doch in Wahrheit war es nur, weil ich nicht gut genug war, um ihren Standards gerecht zu werden.
ich war es niemals. Oh, jetzt besinnt euch doch, Johanni. Ihr seid eine bezaubernde junge Frau von außergewöhnlichem Talent. Ich werde nicht mit ihr flirten, aber... Ich danke euch für eure freundlichen Worte, Jedi. Ihr scheint genau zu wissen, wie ihr mit mir sprechen müsst. Ich habe offenbar noch viel zu lernen. Sowohl darüber, was es heißt, eine Jedi zu sein, als auch darüber, was es heißt, ich selbst zu sein. Doch ich wünschte, der Preis meiner Ignoranz wäre nicht so hoch gewesen. Ich wünschte, mein Meister hätte nicht wegen mir leiden müssen. Es ist nicht eure Schuld, Johanni. Ich wünschte nur, die Dinge hätten sich anders entwickeln können. Wenn sie noch am Leben wäre, gäbe es so viel, was ich ihr sagen könnte. So viel, für das ich mich entschuldigen würde. Ich glaube, auf meine Art habe ich sie wirklich geliebt. Wie kann mich der Rat nur jemals wieder akzeptieren, nach dem, was ich getan habe? Einen Meister im Zorn niederzustrecken ist unverzeihlich. Mach doch keine Sorgen, Johanni. Man wird euch sicher wieder aufnehmen. Ich sollte versuchen, sie davon zu überzeugen, dass ich aufrichtig bereue. Dass ich bereit bin, der dunklen Seite abzuschwören. Vielleicht, ja, vielleicht würde man mich wieder aufnehmen. Und versuche es wert. Sie tun? Kann es möglich sein, nach dem, was ich getan habe? Natürlich wäre es das. Sie würden euch auf jeden Fall wieder in ihren Reihen akzeptieren. Ich danke euch, Meister Jedi. Ich werde dann zum Rat zurückkehren. Ich werde mich ihrem Richtspruch unterwerfen und hoffen, dass man mir verzeiht. Wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, euch dies zu danken. Ich danke euch erneut. Ich bin mir sicher, ich werde über euch noch große Dinge hören. So. Das heißt, wir haben den Hain befreit, ganz ohne irgendwen zu töten. Und darum geht's hier ja, ne? Gut. Wir könnten jetzt natürlich zurück... Oder wir bleiben noch ein bisschen hier und hauen ein paar Karthunden auf die Schnauze. Ich würde sagen, wir bleiben noch ein bisschen hier und hauen... Oh, da hinten sind Mandalorianer. Ich muss mir angewöhnen, etwas zu speichern. Das heißt, speichern, speichern, speichern nach dem Kampf. Bevor ich mich mit den Mandalorianern da anlege. Okay, speichern. Ich nehme mal den Sicherheitssafe. Das ist okay. Gut, speichern, speichern, speichern. Und dann... Oh, das sind noch mehr Karthunde. Dann nehmen wir erstmal die. Nein, oh! Manchmal ist die Pfadfindung hier schon eine echte Katastrophe, Mann. Pfadfindung, ja, Pathfinding heißt, ne? Ihr wisst, was ich meine. Also ich nehme jeden Vorteil, den ich kriege. Bitte was? Okay. Ich glaube, ich nehme jeden Vorteil, den ich kriegen kann. Und wenn das bedeutet, wenn das bedeutet, erstmal noch ein paar Karthunde abzuknallen, dann mache ich das. Weil möglicherweise gibt es ein Level-Up. Ich wünschte, man könnte bei den Charakteren so eine Standardaktion einstellen. Ich spiele eben immer Standard-Unruhe, außer ich befehle was anderes oder so, aber es ist immer der normale Angriff-Standard. Karth! Aufstehen! So, danke schön. Dann würde ich sagen, probieren wir es nochmal gegen den einen hier. Das ist ein Einzelner, da wird schon nichts passieren hier. Hahaha. So, da ist er schon tot, ne? So einfach war es. Und hier geht's zum Nordpfad zurück. Dann würde ich sagen... Wenn ich in die Karte will, drücke ich aus Versehen Escape. Würde ich sagen, reisen wir nochmal schnell zurück. Und dann würde ich nämlich... Sind wir jetzt genau in den Spawn rein teleportiert. Respawnen alle oder respawnen nur die Dicken? Wäre es mal gut zu wissen, weil ich meine, wenn hier alle respawnen... Dann kann man hier schön ordentlich trainieren. Aber ich fürchte, es respawnen nur die Dicken. Wobei, auf zwei von den Dicken... Sag mal... Was machst du? Oh Mann. Ich meine, zwei von den Dicken geben auch 400 Erfahrungspunkte, ne? Theoretisch könnte man hier also ein bisschen leveln. Aber nein. Ich lege hier nochmal schnell einen Sicherheitssave an. Und ihr müsst euch jetzt dran gewöhnen. Jetzt werde ich, nach der ganzen Scheiße hier beim letzten Mal und so, werde ich öfter speichern. Ne, hör mal auf hier. Spring mal lieber ran. Oder lauf! Ist auch recht. Ganz ehrlich,
Warum springen? Springen ist überbewertet. Lauf doch einfach. Okay. Den Duros-Krieger. Dem Duros-Krieger. Natürlich ist klar schon wieder tot. Was macht denn der Mann in letzter Zeit, sag mal? Alle Mandalorianer tot. Kar steht wieder auf. Ich hab doch extra hier. Also, was der will. Okay, die ganzen Überreste sammeln wir natürlich mal ein. Da liegen auch noch welche, ne? Ja, da liegt noch ein Rucksack. Oh. Okay, und dann. Wir haben hier, glaube ich, gerade irgendein Datapad gefunden. Du hast einige mandalorianische Plünderer aufgespürt und bestraft. Erstaunlicherweise waren sie unorganisiert und harmlos. Sicher treiben sich noch irgendwo deutlich stärkere Räuber herum. Yay. Okay. Gut, dann würde ich aber sagen, dass ich zurückreise. Weil, bevor ich wieder diesem Scheiß, Albino-Vieh über den Weg läuft. Ja, irgendwas scheint Karth zu belasten. Okay, mit Karth sprechen. Ja? Was habt ihr auf dem Herzen? Ich würde gerne unser Gespräch fortführen. Habe ich nicht deutlich genug gemacht, dass ich darüber nicht mehr reden will? Glaubt ihr, ihr fühlt euch besser, wenn ihr darüber sprechen könnt? Hört mal gut zu, Schwester. Nur weil wir zusammenarbeiten, heißt das noch lange nicht, dass ihr mir mit eurer Fragerei auf die Nerven gehen dürft. Haben wir jetzt noch ein Problem? Ihr seid verflucht nochmal die frustrierendste Frau, mit der ich je zu tun hatte. Gibt es eigentlich keinen anderen, den ihr schikanieren könnt? Kein, bei dem es so sehr Spaß macht. Was genau findet ihr an mir jetzt so frustrierend? Oh nein, darauf falle ich nicht rein. Ich bin doch nicht von gestern. Und ihr meint, ich sei frustrierend? Was? Ich? Was habe ich getan? Das wisst ihr nicht, typisch Mann. Ich... Okay, ich gebe auf. Ihr habt gewonnen. Seht, ich glaube, ich könnte jemanden vertragen, mit dem ich reden kann. Ich bin es nur nicht gewohnt. Und ich weiß nicht, warum euch das so interessiert. Aber bitteschön, ich fange an, wenn ich an all die Leute denke, die uns verraten haben. Aber es gibt einen, der sie alle überragt. Einen, den ich am meisten respektiert habe. Sol. Ihr sagt diesen Namen so, als ob ich ihn kennen sollte. Ihr kennt ihn nicht? Ich glaube, den kennt jeder. Admiral Sol Carath ist der Commander der gesamten Sith-Flotte. Er ist ein Grund dafür, warum Malak sich im Krieg so gut geschlagen hat. Sol war mein befehlshabender Offizier, als die mandalorianischen Kriege ausbrachen. Er zeigte mir, was es heißt, ein Soldat zu sein. Ich bewunderte ihn. Sol kam zu mir, bevor er ging. Er meinte, die Republik befände sich auf der Verliererseite. Ich müsse langsam an das eigene Überleben denken. Mittlerweile weiß ich, dass er damals versuchte, mich für die Sith anzuwerben, aber damals wollte ich mir das nicht eingestehen. Ich stritt mich mit ihm, bis er wütend wurde und ging. Ich sah ihn nie wieder. Ihr denkt doch nicht, dass er die Republik verraten würde. Sol war mein Mentor. Er hatte uns zu so vielen Siegen über die Mandalorianer geführt. Manchmal aus scheinbar aussichtsloser Position. Ich konnte mir das einfach nicht vorstellen. Das konnte er nicht ernst gemeint haben. Aber natürlich hatte ich mich geirrt. Er war nicht nur zu den Sith übergelaufen, sondern lieferte ihnen auch noch die Codes, mit denen sie unsere Scanner umgehen konnten. Ich erinnere mich noch genau, als der erste Sith-Bomber unseren Verteidigungsgürtel umging und die Hälfte der angedockten Schiffe zerstörte. Ich wusste sofort, was geschehen war. Ich hätte ihn aufhalten können. Ich hätte das alles verhindern können. Ihr macht euch also Vorwürfe, weil ihr eurem Freund vertraut habt? Sol trägt die Schuld, nicht ich. Ich war so dumm, die Gefahr zu ignorieren. Und fast hätte er uns alle umgebracht. Ich bekämpfe Sol jetzt schon seit Jahren. Und wenn ich ihn eines Tages zu fassen kriegen sollte, wird er für seine Taten bezahlen. Er wird es bereuen. Das ist schrecklich. Ich fühle mit euch. Nun,
Das ist noch nicht die ganze Geschichte. Aber ich will jetzt nicht darüber reden. Lasst uns gehen. Okay. Okay, ja. Das war hier Lua Akazulas, der Händler. Seid ihr grüßt, gestattet ihr mir, euch eine Frage zu stellen? Fahrt fort. Und jetzt war doch nicht der Händler? Ich vertrete einen menschlichen Bürger von Dantooine namens Surundil Otsulem. Seine Farm wurde in den letzten Jahren immer wieder von mandalorianischen Plündern überfallen. Sie haben vor Jahren seine Tochter entführt. Seitdem ist sie verschwunden. Wisst ihr zufällig, wo sie ist? Sie heißt Sascha. Tut mir leid, ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ja, das ist sehr bedauerlich. Ich muss meine Suche fortsetzen. Sollten sich damit nicht die örtlichen Behörden befassen? Auf Dantooine gibt es keine Behörden, Mensch. Ich bat die Jedi, der Enklave einzugreifen, aber die haben wirklich Wichtigeres zu tun. Es ist immer dasselbe. Wenn man auf diesem Planeten etwas erreichen will, muss man es selbst in die Hand nehmen. Ich werde nach eurem Mädchen Ausschau halten. Und das wäre wirklich zu freundlich, Mensch. Okay, wer war jetzt hier der Händler? Es gab doch hier einen Händler. Ach, da. Okay, dann gehe ich da mal schnell vorbei, weil meine Medikits werden so langsam ein bisschen Lena. Wer ist Lena? Hm. Okay. Mission, bist du's? Interessant. Ich bin die Lena! Weißt du noch? Ich war auf Taris mit deinem Bruder zusammen. Lena? Was machst du hier? Wo ist Griff? Ich bin nur auf der Durchreise. Griff und ich haben uns einige Monate, nachdem wir Taris verlassen hatten, getrennt. Ist wohl besser so. Dein Bruder bringt Unglück. Rede nicht so über meinen Bruder, du aufgeblasene Schlampe! Nimm das sofort zurück, oder ich reiß dir deine verdammten Tentakel aus! Mission, was ist denn los mit dir? Was habe ich dir denn getan? Ihr nahmt ihren Bruder und habt sie allein auf Taris zurückgelassen. Das ist nicht ganz richtig. Mission hätte uns begleiten können, aber sie wollte ja nicht. Es war allein ihre Entscheidung zu bleiben. Du lügst. Griff hat gesagt, dass du seine kleine Schwester nicht mitschleppen wolltest. Deshalb musste er mich zurücklassen. Das hat er dir erzählt. Ich wollte, dass du mitkommst, Mission. Ich hätte sogar dein Ticket bezahlt. Warum auch nicht? Ich habe sowieso alles bezahlt. Dieser verdammte Schmarotzer. Mir hat er gesagt, dass du zu sehr an Taris hängst. Also wollte ich ihn überreden, ebenfalls zu bleiben. Aber er bestand darauf, dich erst später nach Tatooine zu holen. Das war auch eine seiner Lügen. Nein, die Einzige, die hier lügt, bist du. Griff hätte mich nie zurückgelassen. Vielleicht ist dein Bruder nicht der Mann, für den du ihn gehalten hast. Wahrscheinlich klingt es nämlich so. Überleg doch mal. Wenn Griff dich nicht loswerden wollte, warum hat er dir nicht gesagt, wohin wir fliegen? Als wir Taris verlassen hatten, erzählte er mir, dass du immer nur ein Klotz am Bein warst. Tja, Griff macht immer andere für seine Probleme verantwortlich. Deshalb hat er dich verlassen. Als mein Geld alle war, hat er dasselbe mit mir gemacht. Plötzlich gab er mir die Schuld, dass seine verrückten Pläne nicht funktionierten. Ich würde die Geschichte gerne auch von Griff selbst hören, bevor ich über ihn richte. Ja, jetzt haben wir mittlerweile zwei Perspektiven, es gibt noch eine dritte. Also suchen wir Griff. Hey, wenn du mit Griff reden willst, nur zu. Soweit ich weiß, arbeitet er neuerdings in den Minen der Cherka Corporation auf Tatooine. Wie dem auch sei, ich will den Mistkerl nie wiedersehen. Griff ist ohne dich sowieso besser dran, du strippende Tentakelschlampe. Tja, das war mein Stichwort. Ich wollte dich nicht provozieren, Mission. Aber eines Tages wirst du erkennen, dass ich recht hatte. Hoffentlich ist es dann nicht schon zu spät. Mission ist halt schon ziemlich kindisch. Okay, jetzt müssen wir wieder zurück da reinlaufen, nachdem uns die Katzin rausteleportiert hat. Hi. Ihr müsst der sein, von dem ich gehört habe, der neue Rekrut, wie es scheint. Sarila Tanis, so sagt man. Wieder jemand, der mit Überzeugung die Ausbildung des Jedi auf sich nimmt. Viel Glück kann ich da nur wünschen. Erlaubt mir, mich vorzustellen. Ich bin Kratis Yukal, der Eigentümer des Hauptladens hier auf Dantooine. Im Moment gibt es hier nicht viel zu sehen, muss ich zugeben, aber ich stehe ja auch erst am Anfang. Ich meine, schaut euch nur diesen Planeten an. Majestätische Felder, wogende Ebenen, weit offene Terrafirma, was auch immer. Wie es heißt, gibt es viele Siedler und Touristen auf dem galaktischen Kern, die ganz versessen darauf sind, hierher zu kommen. Und jetzt ratet mal, wer hier schon auf sie wartet. Nicht diese verdammte Cherka Corporation. Die bestimmt nicht. Diesmal nicht. Nein, Sir. Diesmal ist es Kratis Yukal, der das große Geld macht. Aber hört mir zu.
Aber ihr seid sicher nicht gekommen, um ein Gerede über die Machenschaften der Cherka Corporation anzuhören. Was kann ich für euch tun? Bisschen langsamer reden, ich muss das alles vorlesen, du Arschloch. Habt ihr so die mandalorianischen Plünderer gehört? Das ist fürchterliches Gesindel größtenteils. Überbleibsel aus den mandalorianischen Kriegen. Sie haben ihre Armeen und Heimatwelten verloren und vagabundieren nun durch die Galaxis, überfallen abgelegene Farmen und Bauernhöfe. Jeder halbwegs vernünftige befestigte Stützpunkt könnte ihre Angriffe abwehren. Diese Enklave hier zum Beispiel würde ihnen nie zum Opfer fallen. Doch den Farmern machen sie das Leben schwer. Für die einfachen Leute sind sie fast so eine große Last wie diese verdammte Cherka Corporation. Aber ich schweife ab. Aber ihr seid sicher nicht gekommen, um mein Gerede mit mir. Okay. Ich würde gerne sehen, was ihr anzubieten habt. Ausgezeichnet, wem ist meine Auswahl nicht gerade groß? Die Cherka Corporation hat mit manchen Lieferanten Exklusivverträge abgeschlossen. Aber ihr werdet feststellen, dass meine Ware dann noch höchsten Ansprüchen genügt. Ich habe da ein paar ganz... Meine Fresse! Das kann auch keiner lesen in der Zeit. Okay. Was haben wir denn da Schönes? Eine Atemmaske gegen Gift, immun. Das ist alles so sackteuer. Und ich habe hier halt noch nicht wirklich was gefunden. Okay, Der kriegt auf jeden Fall mal Dareks Kampfanzug. Warum habe ich denn den noch niemandem ausgerüstet? Mann, bin ich blöd. Okay, Chaos Blaster darf er behalten. Der schwere Blaster. Haben wir da nicht irgendwas Besseres? Nee, haben wir nicht. Ich weiß nicht, ob Mission nicht eigentlich eher als Nahkämpfer konzipiert ist, weil sie halt eine eigene Vibro-Klinge hat. Ich bin mir gerade nicht sicher. Okay, aber wir haben hier ein Neuralband. Hat Kars schon was? Ja. Bonus-Talent sehr starke Explosion. Okay, dann würde ich sagen, kriegt das auch mal Karth. Und, oh. Ich nehme den Kraftverstärker, dann habe ich noch ein bisschen mehr Stärke mit drin. Die, ach verdammt. Und Brejiks Handschuhe kriegt dann hier Karth, dann trifft er nämlich noch besser. Jawollo. Und dann leveln wir ihn doch gerade mal noch schnell auf, wenn wir hier schon dabei sind. Da. Den einen Punkt wieder mal ausgeben. Talente. Ja, das Meister Schnellfeuer, würde ich sagen, ne? Oder Zähigkeit? Ich gehe erstmal aufs Meister Schnellfeuer. Angriff ist die beste Verteidigung. So. Und dann würde ich aber sagen, machen wir an der Stelle einen Schnitt und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.